Kann ich dann jetzt zum Thema kommen? Was hast du eben gesagt? Menstrualoptik? Da möchte ich einhaken. Es ist ein etwas älterer Text. Ein großer Erfolg. Ich bin eigentlich nur deshalb im Jahr 2002 Deutscher Meister im Poetry Slam geworden, weil ich diesen Text an einer Stelle abbrach, an der eigentlich dann auch alles gesagt ist. Ich werde ihn dann mit ankündigen, wenn ich dran denke. Aber es kommt dann halt noch was. Aber ist ja kein Slam hier. Mir ist ja jetzt alles scheißegal. Und das ist ein schönes Gefühl. Eines der schönsten Gefühle, die Gott für Menschen in Nordrhein-Westfalen vorgesehen hat. Warum ich mir manchmal wünsche, dass alle Männer Hämorrhoiden hätten. Warum ich mir manchmal wünsche, dass alle Männer Hämorrhoiden hätten, ist einfach zu erklären. So furchtbar einfach, dass ich, um Slamlänge zu erreichen, so ein bisschen ausholen muss. Also, diese Gesellschaft ist aufgebaut auf Neid, right? Diese Gesellschaft ist aufgebaut auf Neid, right? Right. Ohne Neid gäbe es keine Lohnsteuer, keine Frauenfußball-Bundesliga und keine Dekolletés bis zur Arschritze. Ich in meiner Funktion als Top-Pop-Poet par excellence, als Innenseiter der Gesellschaft, als Lasse Saarström, gerade mir sind die Fundamente dieser Gesellschaft nicht nur nicht fremd, sondern bekannt. Und ich bekenne, auch ich bin einer von euch. Auch ich bin zerfressen. Zerfressen von Neid. Was hat mich zerfressen? Ich mich selber. Denn ich verzehre mich beständig nach dem, was nimmermein sein kann noch darf, weil diese Welt es gnadenlos mir vorenthält. Ach, spottet meiner nicht! Ich weiß wohl, was ihr mir wollet raten. Auf, junger Bursch! Die Welt steht offen! Man kann alles erreichen, wenn man es nur wirklich will. Hast du doch Charme, Talent und Mut. Wohlan! Wohlan. Ich höre das allzu oft. Ihr Narren. Was wisst ihr von den Träumen, die mich treiben? Von Toren, die verschlossen bleiben? Von verbotenen Gefühlen, die ich niemals werde fühlen können. Niemals. Zum Beispiel jenes euphorisierende Glücksgefühl, was sich ganz offenbar einstellt, wenn man feststellt, dass man endlich nach so langer Zeit des Suchens, Ausprobierens und Kompromisse eingehens die perfekte Monatshygiene für sich entdeckt hat. O Wonnen, Freude, rundum gut. Ach, wie gut glaube ich es zu kennen, dieses Gefühl, sind doch in meinem Hirn wohl an die 1000 Frauen abgespeichert, die mit der richtigen Binde angetan so selig in die Kamera strahlen. Mein Schatz aus 36 Werbefernsehjahren ist nachts bei mir. Wenn als Pirat ich kühn das rote Meer durchkreuze, hin und her, und alle Feinde der Liebe mit Tarpon-Tornados kartätsche auf den Meeresgrund. Und doch, mein Kampf. Der Schüttelreim von meinem Kampf ist übrigens kein Mampf. Das nur nebenbei. Und doch, mein Kampf. Er bleibt ein sinnlos Streiten, denn nimmer werde ich etwa wissen um das Maß der Schande, wenn wer entdeckt, dass blau das Bändchen aus dem Slippe ragt. Auch gut. Und doch, ich will Gerechtigkeit und Blut, mein Blut. Auch ich als Mann will vor aller Augen bluten dürfen, nicht nur als Held und Schuft und Opfer, nein, einfach so und regelmäßig. Ich will ein massives Pendant zu Always Ultra. Auch Männer lieben Schmetterlingsflügel. Und deshalb denke ich manchmal. Also hier an der Stelle kam dann der Schlussgong in Bern und ich wusste das. Aber
Deshalb denke ich manchmal, wenn jetzt alle Männer unterschiedslos nach der Geschlechtsreife einfach Hämos bekämen, sagen wir wegen der enormen Druckverhältnisse, die in dieser Zeit da unten herrschen, da kann schneller was platzen, ist das so, oder? Also, wenn es wie gesagt völlig normal wäre, dass jeder Mann ab und zu mal aus dem Arsch bluten würde, ja, dann gäbe es doch im Fernsehen garantiert massenweise Werbung für Hämobinden, für Taft-Tampons und dergleichen. Den Menses-Neid würde es gar nicht geben und eitel Mitgefühl bestimmte den Umgang der Geschlechter. In Notzeiten hülfe man sich gegenseitig aus. Ich sehe es direkt vor. Ich sehe ein junges Pärchen vor mir in nicht allzu ferner Zukunft. Aus Gründen der Diskretion haben sie sich ausnahmsweise in der Unisex-Toilette eingeschlossen. Sie küssen sich zärtlich. Dann greift der junge Mann in seine Lonsdale-Herrenhandtasche und entnimmt ihr eine Herrenbinde sowie eine Abnabelschere, die er immer dabei hat. Falls mal eine deutsche Frau mitten auf der Straße niederkommt, was jederzeit passieren kann, denn deutsche Straßen sind sauber! Mit der scharfen Schere schnippelt er die viel zu große Herrenbinde auf Mösenmaß zurecht, wobei er sicherheitshalber immer und immer wieder Maß nimmt. Immer und immer wieder. Ja, solch ein stilles Glück könnten wir alle genießen, täglich, wenn alle Männer Hämorrhoiden hätten und Big Brother als Fernsehformat sich langfristig durchgesetzt hätte, auch in der Mittelschicht, hat es aber nicht. Denn wir sind ja elitäre Funktionäre von Premiere. Gott sei mit uns oder wer auch immer.